Mein lieber Löwe, mein Name ist Emanuel von Sendstern und das ist die allgemeine Vorausschau für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats bilden Merkur und Saturn einen Spannungsaspekt. Am Monatsanfang herrscht dementsprechend bei dir eine nüchterne Stimmung, aber du darfst nicht aufgeben, mein lieber Löwe, egal welche Situationen du gerade durchlebst. Du fühlst dich etwas eingeengt oder eingeschränkt am Monatsanfang, bedenke, dass dieses Gefühl nur vorübergehend vorhanden ist, okay? Am 3. hast du Merkur direkt laufend in Waage. Vielleicht solltest du dir eine eigene Meinung in Bezug auf eine Situation oder Person ohne den Einfluss von Dritten bilden. Es kann sein, dass du bald viel unterwegs mit einer Frau sein wirst oder viel mit ihr unternimmst. Zwischen 12. und 13. haben wir eine mächtige Jupiter-Pluto-Konjunktion. In Bereichen der Gesundheit und der Arbeit wären harte Entscheidungen erforderlich. Jegliche Schwierigkeiten und Hürden, die du bis jetzt bei deiner Arbeit hattest, wirst du beseitigen können. Wenn man sich für eine neue Arbeitsstelle oder einen Studienplatz beworben hat, dann dürfte man Erfolg ernten. Man kann Hilfe von einem Sponsor oder Vorgesetzter bekommen. Am 14. läuft Mars direkt in Widder. Bis Anfang 2021 wirst du zunehmend mehr Energie für die Familie, den Haushalt oder die Arbeit haben. Eine Angelegenheit, die sich im Jahr 2020 verzögert hat, wird sich schrittweise beschleunigen und somit wirst du an Selbstvertrauen gewinnen. Eine große Reise oder Umsiedlung kann sich bei vielen Löwen bald ergeben. Dann, zwischen 17. und 20. haben wir Merkur Opposition Uranus. Man sollte keine großen Geldsummen ausgeben, ja? Denn das Verlustrisiko steigt deutlich mit dieser Konstellation an. Es könnte ein ungewöhnliches Ereignis in Verbindung mit einem Auto geschehen. Vorsicht bei der Bedienung von elektrischen Geräten ist angesagt. Zwischen 15. und 19. haben wir Venus Quadrat Saturn. Wahrscheinlich wird sich jemand an diesen Tagen zurückziehen und seine Unzufriedenheit nicht äußern, was sehr gefährlich sein kann. Es ist möglich, dass es irgendwelche unbequeme Wahrheiten gibt und diese sollen direkt angesprochen werden. Wenn man eine Sache verschweigt, dann wird man dies später bereuen. Am 21. tritt Venus in Skorpion ein. Bis Mitte Dezember wirst du stets neue, dennoch starke Emotionen erleben. Du selbst oder ein Mensch in deiner unmittelbaren Nähe wird sehr eifersüchtig sein. Wenn du Elternteil bist und eine Tochter hast, dann solltest du dich überlegen, ob deine Tochter zum Arzt gehen soll. Zwischen 22. und 28. haben wir Venus-Opposition Uranus. Es kann sein, dass ein Tabuthema zur Oberfläche auftaucht und für viel Instabilität in einer Beziehung sorgt. Dies gilt nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch in Freundschaften. Ja? Am 29. hast du Neptun direkt laufend in Fische. Viele Löwen werden Streitigkeiten in Verbindung mit Geld haben, wenn man die falschen Menschen hilft. Dies gilt insbesondere bis Sommer 2021. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 29. und 30. Merkur, Sextil, Jupiter und Saturn. Positive Ergebnisse sind am Monatsende bei allen Lebensbereichen zu erwarten, auch wenn eine Situation vorübergehend schlecht aussehen mag. Mein lieber Löwe, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose für November 2020. Wenn du eine individuelle, persönliche Vorausschau für die kommenden Jahre brauchst, bin ich immer bereit, dich zu beraten. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Glück und Erfolg im November 2020. Vielen Dank.